Dann habe ich mich umgedreht und habe den alten Mann gesehen, der über die Ampel gegangen ist. Und der Motorrad hat ihn mitgenommen. Ja, circa zwei Minuten später, haben wir nur einen Crashen gehört, ein Krachen gehört. Ja, und dann kam auch noch ein Gast rein, der das genau gesehen hatte. Arno ist tot, war da sehr angenommen. Ich habe nur gesehen, wie er auf dem Boden gelegen hat. Regungslos. Ich weiß nicht, wie viel Uhr war das, 20 Uhr, 30 Uhr, 9 Uhr, weiß ich nicht mehr die Uhrzeit. Dann bin ich gekommen von Arbeit und bin ich über die Ampel gegangen. Dann habe ich gehört, bum, 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 bum von dem Motorrad. Dann habe ich mich umgedreht und habe den alten Mann gesehen, der über die Ampel gegangen ist. Und der Motorrad hat ihn mitgenommen. Und der ist über die ganze Leitplanke gefahren. Irgendwann ist runtergefahren von dem Motorrad und der Motorrad ist von alleine gegangen. Und der Mann war schon am Boden. Ja, ich habe den Arno zweimal gesehen. Er war zuerst einmal hier. Dann hat sie seine zweite Tochter hier abgeholt. Die wollten woanders nochmal hingehen. Und gar nicht so lange, also eine Stunde später, war Arno alleine wieder hier, wollte auf Toilette gehen. Hat sich nur ganz kurz unterhalten mit uns, und aber nichts getrunken. Und also er war ganz normal, nicht besoffen, nicht angetrunken, gar nichts, also wirklich ganz normal. Und wir haben uns die Hand gegeben und sagen, wir sehen uns später nochmal. Und weil wir auch uns zum Skatspielen verabredet haben, ja gut, dann ist er rausgegangen. Und dann ist er, ja, circa zwei Minuten später, haben wir nur einen Crashen gehört, ein Krachen gehört. Wie mal unsere Gäste draußen geschreit. Ja, ja. Und dann kam auch noch ein Gast rein, der das genau gesehen hatte. Arno ist tot, war da. Sie hat es angenommen. So, und dann die alle raus natürlich, ne? An dem Tag, als er verstorben ist, habe ich ihn um 18 Uhr noch gesehen. Wir sind hier zusammen über die Ampel gegangen. Ich bin von einer Freundin gekommen. Und er war so toll drauf. Er ist zu seiner Tochter gegangen, weil die mal einen Spieleabend, glaube ich, hatten. Und als ich das dann ein paar Stunden später gehört habe, da wusste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Mit dem Motorradfahrer habe ich nur geguckt, wenn er noch lebt. Und dann sind andere Leute noch dazugekommen. Und dann war das Polizei gekommen, Krankenwagen, und das war finish. Und dann habe ich dann die andere Tochter versucht, sie aufzufinden, ja, um ihr Bescheid zu geben. Und durch ein Taxi, sie ist ja vorhin mit der Taxi weggefahren, haben wir die Taxizentrale angerufen, und der hat uns gegeben, wo sie die Tochter abgesetzt hat, und dann wieder hin mit Privat-Pkw, und dann haben wir die Tochter abgeholt, und dann waren wir hier zur Unfallstelle hingefahren, und ja. Ich war an dem Abend mit Papa unterwegs. Mein Mann war in Dänemark zum Angeln. Mein Sohn hatte ein Date mit seiner Freundin. Und mein Sohn hat mich noch gefragt, ob ich mit essen gehen möchte. Und ich habe gesagt, nö, geht ihr mal essen. Ich guck mal, ob Opa Lust hat, spazieren zu gehen. Ja, und dann haben wir uns einen gemütlichen Freitagabend gemacht. Und dann hat er sich verabschiedet, weil er die zweite Halbzeit Fußball gucken gehen wollte. Weltmeisterschaft, ja. Ich habe den Arno auf der Straße liegen sehen, aber da haben sich schon zwei, drei Leute um ihn gekümmert, gleich. Ja. Ich habe nur gesehen, wie er auf dem Boden gelegen hat, regungslos. Und den Motorradfahrer, den habe ich da auch gesehen, der da ein bisschen rumgestöhnt hat. Als ich ankam, waren noch beide Krankenwagen da. Die waren noch da, ich dann war da. Dem einen Krankenwagenfahrer habe ich noch zugerufen, dass Papa Makuma-Patient ist, dass das berücksichtigt werden muss bei irgendwelchen Operationen. Und dann fuhr der Wagen auch schon weg. Und dann wurde mir aber gesagt, dass Papa gar nicht in dem Wagen war, sondern der Motorradfahrer. Ja, die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last mit seinem Motorrad, zunächst einmal auf öffentlichen Straßen in Bremen, falsch überholt zu haben und dabei andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet zu haben. In einem Fall auch ein Fahrzeug beschädigt zu haben.
Kurz nach diesen ersten beiden Vorfällen soll er in einem Baustellenbereich mit erheblich erhöhter Geschwindigkeit mit seinem Motorrad gefahren sein und einen Fußgänger, der bei Rot diesen Bereich überquert hat, frontal angefahren haben, sodass dieser Fußgänger dann infolge seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort verstorben ist. Der Angeklagte soll bei Begehung der Taten ohne die erforderliche Fahrerlaubnis gewesen sein, zum einen. Und er soll diese Fahrten, diese ausgesprochen riskanten Fahrten mit seinem Motorrad, mit einer Helmkamera gefilmt haben, um die entsprechend aufgenommenen Videos auf einem eigens dafür eingerichteten YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Ja, dann brauchte man ja nur noch bei Facebook und überall ein bisschen nachforschen. Und dann wusste man ja auch gleich, dass er da so ein YouTube-Star ist. Ich habe ja auch einige Videos, Ausschnitte im Fernsehen gesehen. Für mich ist das, es ist ja nicht das erste Mal, dass er durch die Straßen gerast ist. Er ist, er ist Video geil, sage ich jetzt einmal mal, Video geil. Je bessere und gefährliche Situation er kriegen kann, desto bessere Klicks kriegt er. Er verdient damit auch Geld. Ja? Das heißt also, es ist für ihn praktisch wie ein Rausch. Je mehr, desto besser, ist egal, ob jetzt gefährliche Situation, Baustellen, scheißegal. Hauptsache Klicks, 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 Klicks. Und das ist für mich dann schon eine Beabsichtigung. Und er hat das Leben anderer Menschen in Kauf genommen. Ja. Und normalerweise hätte man ihn schon viel eher aus dem Verkehr ziehen müssen. Weil er ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Er ist ja der bekannteste Motorradfahrer in Deutschland gewesen. Ich finde das ganz schrecklich, was er gemacht hat. Ich habe etliche Videos von ihm gesehen und ich finde das ganz traurig, dass so ein Mensch überhaupt auf der Menschheit losgelassen wird. So wie er, ja, mit diesem Fahrstil. Und ich habe gesehen, in einem Video hat er schon mal fast einen Menschen mitgenommen und hat sich darüber lustig gemacht. Ich finde sowas schrecklich. So ein Mensch, dem gehört gar kein Führerschein, weder für ein Motorrad noch für ein Auto. Dem Angeklagten werden neben Straßenverkehrsdelikten in diesem letzten Fall ein vollendeter Mord zur Last gelegt, weil er durch seine Tat eine vorangegangene Straftat, nämlich diese anderen beiden Fahrten, verdeckt haben soll. Oder es soll zumindest eine Absicht gewesen sein. Naja, das haben wir ja gehört, dass wir den Mordvorwurf für vollständig überzogen halten. Es geht hier nicht darum, irgendwie eine Freispruchverteidigung oder sowas zu machen, aber es geht darum, das Ganze richtig rechtlich einzuordnen. Und da ist der Mordvorwurf, der ja unterstellen würde, dass unser Mandant diese Tat tatsächlich fast willentlich, also billigend sozusagen, herbeigeführt hat, der ist total übertrieben. Weil Sie müssen ja sehen, dass ja, wenn Sie einen solchen Vorwurf gegen ihn erheben, auch immer mitdenken müssen, dass er sich selbst dann auch gefährden würde. Er muss ja, wenn er tatsächlich billigend in Kauf nimmt, dass jemand bei einem Unfall zu Schaden kommt, dann muss ja immer mitgedacht werden, dass er dann selber auch zu Schaden kommen würde auf einem Motorrad. Da ist er ja wenig geschützt. Für den Fall, dass die Kammer zur Verurteilung im Sinne der Anklage käme, sieht das Gesetz eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Es sind knapp 10 Hauptverhandlungstage angesetzt. Ob die ausreichen werden oder ob man die Kammer schon eher zu einer Entscheidung kommt, das wird der Verlauf der Hauptverhandlung zeigen. Ich denke, er wird auch eine gerechte Strafe kriegen, die er auch verdient hat. Ja, ich hoffe, dass sie sehr hoch ausfällt. Das bringt uns in Ahnung zwar nicht wieder, aber irgendwo muss ja auch mal, solche Leute dürfen mit sowas nicht durchkommen. Also wir waren um 9 da im Gerichtssaal. Dann hat der Richter nochmal den Obduktionsbericht von meinem Vater vorgelesen. Und danach kam dann der Staatsanwalt, der das Plädoyer gehalten hat. Und dann kam das Plädoyer der Verteidiger. Das war ein ganz ausführliches Plädoyer und ich habe gedacht, endlich wird es mal auf den Punkt gebracht. Weil die ganzen Videos und so, das wurde nachher ja gar nicht mehr erwähnt.
und das Rasen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Zeugen überhaupt nicht ernst genommen wurden. Und ja, mit 7 Jahre, 2 Monate hätte ich ganz gut leben können. Der Mandant hat eine persönliche Erklärung und Entschuldigung verlesen in Richtung an die Hinterbliebenen des Herrn Schumacher. Hat zum Ausdruck gebracht, dass ihm das Ganze sehr leid tut. Er hat sich bei uns entschuldigt. Ja, also er hat eine Entschuldigung vorgelesen, aber hat uns dabei gar nicht angeguckt. Also die ist bei uns auch nicht angekommen. Nee. Also der Verteidiger hat den Zettel zugeschoben und das hat er vorgelesen. Mit Kopf nach unten. Seine Familie war da. Es war viel Publikum da. Ich weiß ja nicht, inwieweit die da alle zu seiner Familie gehören. Weiß ich auch nicht. Ja, viel Presse war da. Mich hat besonders aufgeregt, dass es erst um Mord ging, dann um Totschlag und jetzt fahrlässige Tötung. 2 Jahre, 9 Monate, davon braucht er auch nur ein paar Monate absitzen, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist gar nichts. Der Richter hat gesagt, dass der Haftbefehl aufgehoben wird. Weil keine Fluchtgefahr besteht. Ja? Menschenleben scheint ja nicht mehr viel zu zählen hier bei der Justiz. Also wenn ich einen Einbruch mache oder einen Raubüberfall oder was weiß ich, wenn ich was klaue, was Materielles, dann kriege ich eine härtere Strafe. Herr Tusak hat 4 Jahre Fahrverbot, beziehungsweise muss dann eine neue Führerscheinprüfung ablegen. 4 Jahre für das Fahrverhalten. Jeder, der die Videos gesehen hat, hat gesehen, wie der fährt. Wenn es nach mir ginge, wird er nie wieder irgendwas fahren, außer ein Fahrrad. Also ich bin ziemlich enttäuscht von der deutschen Justiz. Das war ein Witz. Das werden wir jetzt noch mit unserem Anwalt besprechen, ob wir in Revision gehen. Es ist wirklich so, er war wirklich einer der Besten, durch seine Ehrlichkeit einer der besten Gäste. Von seiner Menschlichkeit her. Ne? Wir haben auch öfters mit ihm zusammen Skat gespielt und so. Arno ist ein sehr herzensguter Mensch gewesen. Wir haben viel mit ihm gelacht, Fußball geguckt. Er war sehr einfühlsam, hat sich auch für Probleme anderer interessiert und nachgefragt, auch gute Ratschläge gegeben. Es wird immer für ihn eine Kerze angesteckt. Es sind immer frische Blumen an seinem Platz, wo er gesessen hat. Er hat immer einen speziellen Platz gehabt. Wir vermissen ihn alle sehr. Der stand mitten im Leben, der hat schwere OPs selber schon gehabt, wo wir schon manche Male um ihn gebangt haben. Und jetzt hat er sich gerade so gut erholt und es ging ihm richtig gut. Ja, wir waren letztes Jahr im Oktober mit ihm auf Mallorca. Wir waren auf Sylt, wir waren in Dänemark angeln. Wir waren mit ihm in London, Amsterdam waren wir. Wir haben viel mit ihm unternommen. Ja, Papa hatte 5 Enkelkinder, 5 Urenkel, der fehlt.